Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Witcher Wild Hunt. Ich tausche nochmal mein Mutagen aus. Ich hatte vier Stück, habe jetzt ein rotes Mutagen gemacht statt einem kleinen. Also okay, das ist das Werwolf-Mutagen. Vorher hatte ich kleine und das bringt mir dann immerhin ein bisschen Angriffskraft mehr. So, Zeichenintensität, das habe ich auch ausgetauscht. Viel mehr kann ich jetzt gerade nicht machen. Wir rufen unser Pferd. Und ja, ich könnte mir auch einen Trank herstellen, mit dem der Katze-Effekt jetzt weggeht. Ich würde es jetzt erstmal dabei belassen. So, und ich möchte jetzt, ich weiß, dass es noch andere Fahrerzeichen sind, ich möchte erstmal direkt zu dem hin. Ups. Los, lauf! So, und da wird es dann gegen einen Drachen gehen. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ja, die Wölfe ignoriere ich hier. Die sind für mich jetzt nicht so interessant. Ich habe ein Ziel und einen Auftrag. Verdammt, wo muss ich denn jetzt lang? Ach, da bin ich schon. Ich kann jetzt nicht wirklich was sehen, aber komm, die 15 Sekunden, die kriegen wir hier noch hin. So ist es. Nee, ich steig mal ab hier. Oh, danke, endlich. Upsala. Sag mal, könntest du mal aufhören, du Arsch. Ah, okay, so. Was haben wir denn schon für Öle? Habe ich so ein Drakonidenöl? Habe ich nicht, ne? Glaube ich. Geisteröl, Verfluchtenöl, Bestienöl. Ah, manchmal geht mir die Lenkung ein bisschen auf den Sack. Bestienöl. Wir nehmen das Bestienöl mal. Gucken mal eben nach Alchemie rein. Was können wir da machen hier? Warum heißt hier den Drachentraum? Okay, nur so. Was macht die denn? Stellt einen Teil deiner Vitalität sofort her. Okay, nicht schlecht. Goldener Pyrol, Katze, Ausschüttung von Adrenalin, mit Vampiren und Nekrophagen Schaden zu, wenn sie den Hexer verwunden. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Waldkarls habe ich. Öl, ja, Bestien, Drakonidenöl. Shit, kann ich mir immer noch nicht herstellen. Irgendwas fehlt mir hier. Mutterkornsamen, ich habe keine Ahnung, wo ich die herkriege. Gift erhinken. Okay. Gegen Hybriden. Gegen Vampire. Die sollte ich mir mal alle herstellen. Ich heile den nochmal eben ein bisschen. Okay, hier scheint ja mehr los zu sein. Grüner Drache. Ich speichere mal eben hier. Keine Erfahrung mit grünen Drachen gemacht bisher. Wow, was macht sie denn? Seit wann kann ich denn das? Brauchst du wohl ab mit deinem Blut. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Bist du aber weg hier. Geht das ja nicht. Ich sammle auf alle Fälle reichlich Mutagene, wie ich hier sehe.
Pechdraht. Ach, wir nehmen das mal alles mit hier. Eigentlich sind Drachen immer auf Türmen und nicht unten in Türmen. Was denn hier? Aha. Kann ich gar nicht lesen. Gucken wir uns jetzt mal eben an. Ich vergesse das ja sonst wieder. Enokmapta. Okay. Buch ist verbrannt. Nur noch wenige Seiten sind intakt. Mhm. Das lese ich jetzt nicht vor. Okay. Das ist ein Questgegenstand. Das ist gut. Oh, hier geht's doch weiter. Ah ja, okay, das ist der Weg nach oben. Hier müsste eigentlich was sein. Neue Markierung Monsternest. Wow, 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 wow. Das sind sehr viele, das ist das Problem. Da weiß man so schnell gar nicht, wo man hinschlagen soll. Und tschüss. Problem ist, hier ist immer noch irgendwo einer. Weshalb ich jetzt nicht mal... Wow. Meditieren einmal. Ganz wichtig. Weil das hat ja noch funktioniert. Was sagen, ich kann die alle nicht looten? Kann ja gar nicht angehen. Untergehen. Hab hier einen Federn. Ich sehe sonst hier gerade kein X mehr. Okay. So, irgendwo ist hier das Monster. Die Harpien haben hier ihr Nest. Ach hier. Okay. Was können wir da machen? Und weg da. Das müssten wir mal noch looten können, das Monsternest. Eier, kleine Glyphe, schön. So, das kann es aber jetzt auch noch nicht gewesen sein. Ah ja. Aussage von Hexer Georg, eine wehende Axt. Alstocks Brief. Immer Greifenstahlschwert. Hey, jetzt fehlt mir noch eins. Aussage von Hexer Georg. Ich, der Unterzeichner Georg von Karen, Hexer von Beruf, sage Folgendes aus. Während meiner Reise durch Velen wurde ich aufgefordert, eine Aussage als Expertin der Angelegenheit des Angeklagten Bartoslav von Lufeld zu machen. Diesem Bartoslav wird vorgeworfen, mehrere Schiffbrüche in der Nähe des Leuchtturms verursacht zu haben, der in seinem Zuständigkeitsbereich liegt. Schiffe wurden durch falsche Signale von diesem Leuchtturm wiederholt gegen die Felsen an der Küste geworfen und der Leuchtturmwärter wird für diese Vorfälle verantwortlich gemacht. Während des Prozesses sagte Bartoslav aus, dass er seine Pflicht gewissenhaft erfüllt habe und dass Unfälle von Nachterscheinungen verursacht worden, die Seeleute mit ihren falschen Scheinen in die Irre leiteten. Oh.
Nachdem ich die Gegend untersucht habe, kann ich bezeugen, dass ich keine Spuren von Nachterscheinungen gefunden habe. Auch gibt es keinerlei Anzeichen für Mittagserscheinungen, Blender, Irrnymphen oder andere Erscheinungen, die müde Reisende gerne auf den falschen Weg bringen, sei es zu Fuß, zu See oder zu Pferde. Ich habe jedoch die wahre Ursache für die Katastrophen herausgefunden. Sie wurden nicht durch die Nachterscheinung verursacht, wie der Angeklagte behauptete, und sie waren auch nicht seine Schuld. Es waren Schurken aus der Gegend, die nachts auf den Hügeln Feuer entzündeten und die Schiffe ausraubten, die an der Küste zerschellten. Der Sohn von Bartoslav hatte mich auf diese Spur gebracht, nachdem er mir die Asche dieser irreführenden Feuer zeigte. Meine Aussage belegt, dass der Leuchtturmwärter Bartoslav von Lufeld der ihm vorgeworfenen Verbrechen nicht schuldig ist und daher freigelassen werden sollte. Aus diesem Grund bitte ich den Gerichtsdiener darum, den Leuchtturmwärter und dessen Familie unter seinen Schutz zu stellen, da die Erkenntnisse, die ich mit Hilfe von Bartoslavs Sohn gewonnen habe, sicherlich zu Racheakten führen werden. Ich kann den Schutz der Familie nicht selbst übernehmen, da ich einen Auftrag angenommen habe, einen Drachen zu töten, der angeblich auf dem Buckelhügel lauert. Deshalb muss ich schnell dorthin zurückkehren, um die Bestie zu töten und meinen Auftrag zu erfüllen. Balstorps Brief. Mögen die Götter auf dich und meine Schwester herunterlächeln. Ich bitte dich, meine Worte sorgfältig durchzulesen, denn sie sind sehr wichtig. Sobald du dieses Schreiben in der Hand hältst, galoppiere zu diesem Hela-Kramer in Maribor. Sag ihm, dass wir erstklassige Ausrüstung und Schemas für Hexenschwerter zu verkaufen haben. Ja, ich kann sehen, wie du dich am Kopf kratzt und oder vielmehr am Arsch und dich fragst, habe ich richtig gehört? Ja, hast du. Ich hatte das Glück, mich um einen Hexer zu kümmern, der mit einem Fuß bereits im Grab stand und mit dem anderen schon fast drin ist. Und ich saß da und beobachtete, wie der arme Mann heftige Qualen erlitt und dachte mir, diese Ausrüstung, diese Papiere braucht er dort nicht mehr, wo er hingeht. Aber für uns wären sie der Anfang in der Geschäftswelt, wenn wir sie für den richtigen Preis verkaufen. Ja, ich weiß, dass du dir Sorgen machst, also hör sofort wieder auf damit. Ich habe nicht alles genommen, deshalb wird niemand merken, dass überhaupt etwas von seinen Sachen fehlt. Das eine Schema wird da liegen. Schade, denn dieser Hexer war ein guter Mann. Erst half er dem Baronett, das Rätsel, um diesen Leuchtturm zu lösen, der die Schiffe in den Felsen zerschillen ließ. Dann tötete er den Drachen, der die vielen Bauern verschlungen hat. Das Problem war nur, dass ein Drache kein Zuckerschlecken ist und unser mutiger Held ziemlich viel einstecken musste. Er ist fast erledigt, das steht fest, und sobald er in der Gruft in den Buckelhügeln begraben ist, komme ich direkt zu euch. Da stellt sich nur die Frage, wie sie ihn überhaupt in der Gruft begraben wollen, denn dort soll sich ein Vampir hauslich eingerichtet haben. PS, ich habe den Hexer auch um ein paar Fläschchen erleichtert, aber da sie die Reise sicherlich nicht überleben werden, trinke ich sie lieber selbst. Ich bin schon sehr gespannt, wie der Hexerfusel schmeckt. Damit sollte sich ja vielleicht ein Geschäft aufziehen. Dein schwager A. Balstock. Schwierig. Aber hier oben ist doch nichts mehr. Ich hätte jetzt gedacht, ich kriege noch eine Anschlussquest. Ich suche die Ruinen am Leuchtturm. Moment. Wo ist denn hier ein Leuchtturm? Er muss ja irgendwo an der Küste sein, ne? Ich suche die Ruinen am Leuchtturm. Wo zum Geier soll denn hier ein Leuchtturm sein? Ei, da oben. Okay. Futterplatz der Harpien. Mann, oh Mann. Das ist aber... Gut, weit verstreut hier. Machen wir mal. Dann gehen wir hier mal wieder runter. So, dann sind wir hier fertig. Und das heißt, hier ist sogar schon eine Schnellreisekreuzung. Wir können mal gucken, ob hier noch was steht. Ich sehe hier jetzt nichts. Auch gerade kein Gegner. Gut, dann gehen wir da mal rüber. Also in dem Fall ist das Schnellreisen echt doch schon ganz praktisch, muss ich sagen. Und ich werde schon wieder angegriffen. What the... Schön können, da hat eben eine Armbrust auf mich geschossen.
habe ich mich wohl geirrt. So, ich werde jetzt mal die ganze Nacht rasten. Okay, Rasten wurde wohl gerade abgebrochen. Okay, hier sind doch wieder mehr, als ich wollte. Und tschüss. Wie lebt er noch? Nee, doch nicht mehr. So, könnte ich jetzt mal in Ruhe pennen bis zum nächsten Tag? Ja, funktioniert doch. Dann ist klar. Gut, Pferd holen. Oh, wo startest du denn schon wieder? Komm her, komm zu mir. Jetzt komm her. Oh, und dann laufe ich nämlich halt eben alleine. Könntest du jetzt mal kommen? Also da versagt die KI hier in diesem Spiel ja gänzlich, ne? Was das Pferd angeht. Halt! Okay, dann können wir ja den Futterplatz da ignorieren. Wow, wow, wow. Komm schon, Plätze. Oh, eine schöne Küste haben wir hier, ne? Muss ich sagen. Okay. Also können wir die Ausrüstung komplett haben. Schneller. Okay, muss ich den? Konnte ich so nicht sehen, dass das... Gut, dann müssen wir oben auf dem Berg entlang. Muss ich wahrscheinlich durch den Futterplatz? Nee, muss ich nicht. Geht auch so. Steig mal ab. Neue Markierung, versteckter Schatz. Okay, da ist er. Wie speichern? Wow. Aua! Oh, ich darf da nicht runterfahren, das wäre nicht so cool. Nein, 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 nein. Ach komm, jetzt fliegt er wieder weg. Macht doch einen Spaß. Oh, da hat mich hätte mich erwischt, wenn ich kein Schild gehabt hätte. Na komm her. Okay, das ging ja. Das war aber auch noch nicht der grüne Drache. Ah, kein Loot, schade. Ein Ort der Macht. Soll ich denn da rüberkommen? Ich hier jetzt runterspringe, bin ich doch aber auch gearscht, oder? Also, okay, machen wir schnell speichern und ich lasse mich hier mal fallen. In der Hoffnung, dass da Wasser ist. Ich kann es nicht sehen. Nee, sieht nicht so nach Wasser aus. War klar. Ja, was soll man machen? Ich hab's versucht. So, ich würde mich aber jetzt trotzdem an dieser Stelle verabschieden, weil so zeitlich passt das jetzt eigentlich ganz gut.
Und ich gucke mir in der Zwischenzeit mal an, wie ich hier am dümmsten runterkomme. Hier wird es ja irgendwie einen Weg gehen. Eben hier unten zum Beispiel. Weil zu dem Ort der Macht will ich auf jeden Fall. Okay, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis, wow. Ach so, Möwen nur. Moment. Okay, dann würde ich sagen, bis dann. Tschüss.